Ihr kennt Mario Kart Super Circuit, ihr kennt Mario Kart Double Dash, aber es gibt ein drittes Mario Kart aus der Ära, welches für den Game Boy Advance als Tech-Demo existiert hat. Mario Kart XXL. Die Geschichte dahinter ist bizarr und komisch und sie beinhaltet Moorhuhn. Wie das alles sein kann, das finden wir heute heraus. Zunächst darf ich vorstellen Manfred Trenz. Er war ab den späten 80er Jahren aktiv in der Videospielentwicklerbranche. Unter seinen Projekten befindet sich beispielsweise The Great Gianna Sisters, welches durch seine zu großen Ähnlichkeiten zu Super Mario Bros. Aus dem Handel genommen wurde. Oder wie Google sagen würde, es ist ein solches Videospiel. Auch bei anderen seiner prominenteren Werke ließ er sich gerne von anderen Spielen inspirieren, aber er hat aus dem Plagiatsstreit gelernt und sich zumindest nur noch inspirieren lassen, soweit ich das feststellen kann. Aber jetzt machen wir kurz einen Zeitsprung in die frühen 2000er. Oh Gott, ich hoffe, es hat sich keiner wehgetan. Und wir schreiben das Jahr 2002, wo Manfred Trenz an Moorhuhn Kart mitbeteiligt war. Ein Spiel, das für die PlayStation 1 und den PC erschienen ist. Und was soll ich sagen? Moorhuhn Kart ist genau das, was ihr euch unter dem Namen vorstellt. Es gibt auf einer alten, archivierten Webseite einen Verweis auf Manfred Trenzes Mitarbeit am Spiel im Jahre 2003, wobei die meisten Quellen 2002 als Release-Datum für die PC-Version angeben. Manche geben auch 2003 an, die Informationen sind alle ein wenig durcheinander. GameStar gibt 2005 an, also die sind wir immer aus dem Rennen. Ich persönlich denke, es kam 2002 in Deutschland für den PC heraus und 2003 folgt dann die Portierung für PS1 und die Lokalisierung auf Englisch, aber das ist nur mein unbelehrter Glaube. Aber warum fasel ich euch überhaupt mit Moorhuhn zu? Ganz einfach. Im Jahre 2004 gründete Trenz die Firma Denaris Entertainment Software, welche später Germany's Next Topmodel für den Nintendo DS entwickelt hat. Ach, und das nie erschienene Mario Kart XXL. Mittlerweile scheint die Firma aufgelöst zu sein und in den letzten 10 Jahren kam auch nichts mehr aus erster Hand über deren Spiele heraus. Aber im August 2015 wurde ein bestimmtes Thema groß. Das Thema dieses Videos. Einige Cartridges, auf denen Mario Kart XXL gespeichert war, sind in Umlauf geraten und wir haben ein Video von Steven78 bekommen, wo das Spiel gespielt wird. Seine Videos sind mittlerweile offline, aber es existieren Re-Uploads und seine Kanalbeschreibung ist sehr eindeutig. Er mag Nintendo-Prototypen und möchte sie gerne ankaufen. Er wird aber keine ROMs veröffentlichen. Sehr sympathisch. Er möchte teilweise einzigartige Spiele ankaufen, damit niemand sonst sich damit auseinandersetzen kann und Löcher in der Videospielgeschichte existieren. Und infolgedessen könnt ihr euch vorstellen, dass natürlich auch keine ROM von Mario Kart XXL existiert. Alles, was wir haben, sind jetzt noch Re-Uploads von einem Video mit einigermaßen schlechtem Ton, abgefilmt von einem Röhrenfernseher. Sehr cool. Vielen Dank für diese tollen Mühen um die Erhaltung seltener Videospiele. Aber kommen wir zu der Software selbst. Zunächst mal, die Soundtracks, die man im Spiel hören kann, kommen direkt aus Moorhuhn Kart. Jetzt wisst ihr, warum ich euch damit zugelabert habe. Hört mal genau hin. Noch deutlicher wird diese Parallele, wenn wir uns die jeweiligen Logos anschauen. Nicht nur ist der Titel im gleichen Format gehalten, sondern die Logos sind identisch grafisch strukturiert. Alles schreit hier so ein bisschen Bootleg. Es werden eigentlich nur fremde Assets in eine Tech-Demo zusammengelümmelt. Die Cartridge, auf der das Spiel ist, ist nicht mal eine richtige Game Boy Advance Cartridge. Das ist eine schwarze Game Boy Color Cartridge. Was ein Indikator dafür wäre, dass dieses Spiel auch auf einem originalen Game Boy liefe. Viel Glück dabei, du 78er! Wir haben in Mario Kart XXL einzig und allein dieser Nutzer hat in Mario Kart XXL die Möglichkeit, entweder auf Demo zu drücken, wodurch ein kleines vorgefertigtes Video spielt, in dem das Spiel gezeigt wird, oder er drückt auf Play, wodurch man in ein Zeitfahr-ähnliches Spiel gebracht wird. Die einzige spielbare Strecke, von der wir wissen, ist Peaches Piste von Mario Kart Super Circuit, aber ohne funktionierende Kollision, man kann keine Münzen einsammeln, es gibt keine Gegner, keine Items, es gibt noch nicht mal Springen und Driften. Wenn man von der Strecke fällt, oder was auch immer man da macht, fällt man auf einen Koopa-Strand herunter und fällt in Wasser, das nicht da ist. Ich weiß nicht, ob das im Hintergrund eine tatsächliche Strecke vom Super Nintendo ist, nur in super abgespeckter Form, oder ob einfach nur die gleichen grafischen Assets verwendet werden. Und ja, die Programmierung war definitiv noch nicht weit. Schaut euch Frame für Frame an, was passiert, wenn man wieder auf die Strecke gehoben wird. Uiuiui. Und das ist soweit alles, was das Spiel großartig zu bieten hat, von dem wir wissen. Der Rest ist nur Interpretationssache. Das hier beispielsweise ist der Titlescreen vom Spiel und das marginal geschulte Auge erkennt, dass das eine Grafik aus Mario Kart Double Dash ist, wo aber immer nur ein Charakter im Kart sitzt. Neben Mario sind noch Peach und Donkey Kong zu sehen. Ich denke nicht, dass diese Grafik irgendwas mit dem Spiel selbst zu tun hat, es sind einfach nur weitere leicht gerippte Assets. Aber manche Leute tun teilweise so, als wäre das der Beweis, dass Peach und Donkey Kong als spielbare Charaktere geplant waren.
Nein. Es ist einfach nur irgendeine Grafik, die sich gerade angeboten hat. Die Seltenheit des Spiels und die Tatsache, dass wir nur ein einziges Video vom Gameplay im Umlauf haben, sorgen dafür, dass wir uns zu sehr auf Interpretationen verlassen müssen, um die Lücken glaubhaft zu füllen. Wir wissen ja streng genommen nicht mal, ob es wirklich authentisch und echt ist. Das Spiel wurde laut allen möglichen Quellen von Denaris Entertainment Software entwickelt, und zwar im Jahre 2004. Aber diese Firma wurde erst Ende des Jahres überhaupt gegründet. Also entweder hat Manfred Trenz oder einer der Mitarbeiter das vorher alleine entwickelt und dann einfach nachträglich die Grafik der Firma ins Spiel gepflanzt, oder die Entwicklungszeit war wirklich, wirklich kurz, oder, und das ist in meinen Augen leider die wahrscheinlichste Option, wir wissen einfach von zu wenigen Puzzlestücken in der Geschichte, um alles glaubhaft aufzuarbeiten. Meine Hoffnung ist, dass irgendwann in der Zukunft eine spielbare Version dieser Demo im Internet kursiert, wodurch nicht nur ich selbst mal Hand anlegen kann, sondern auch Modder und Hacker möglicherweise noch weitere versteckte Geheimnisse im Code finden. Das wäre super cool, aber die Chance, dass das jetzt noch passiert, ist leider extrem gering. Aber jetzt seid ihr dran. Was denkt ihr über das Spiel und denkt ihr, ist es echt? Wisst ihr möglicherweise sogar von Informationen oder Details, die ich in diesem Video nicht genannt habe? Schreibt mir gerne eure Eindrücke und Ansichten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin haut rein, lasst gerne ein Däumchen nach oben und ein Abonnement da und wie immer, lasst nichts anbrennen. Tschüss!